Hallo und herzlich willkommen bei Thomas kocht. Da viele sich ein bisschen mehr über Fisch gewünscht haben, zeige ich euch heute erstmal, wie man Fisch richtig filetiert und ihn vorbereitet zum Braten. Und außerdem zeige ich euch noch, auf was ihr achten müsst, um wirklich frischen Fisch zu bekommen. So, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. So, ich habe mir jetzt zwei wunderschöne Wolfsbarsche geholt. Und woran erkenne ich jetzt, dass der Fisch frisch ist? Zum einen an den Augen. Die sollten schön klar und nicht getrübt sein. Das ist schon mal ein gutes Merkmal, wenn die klar sind. Dann, der hier hat keine Kiemen mehr drin. Wenn er Kiemen drin hat, dann sollten die wirklich schön knallrot sein, leuchtend rot. Wenn die schon grau sind, ist ein schlechtes Zeichen. Die Innereien sollten sowieso immer draußen sein, denn das ist das Erste, was verdirbt am Fisch. So, dann sollte das Fleisch von dem Fisch sich feste drücken, nicht sich weich anfühlen. Und ganz wichtig, frischer Fisch riecht nicht nach Fisch, sondern der riecht wirklich ganz relativ neutral nach Meer. Aber eben fischig sollte er nicht riechen. So viele Dinge, die wir jetzt hier machen werden. Wenn ihr den Fisch beim Fischhändler holt, und genau das solltet ihr auch tun, dann macht er das meistens sowieso für euch. Aber ich zeige euch trotzdem, wie es funktioniert. Also als Erstes schneide ich immer die Flossen runter. Warum mache ich das? Ganz einfach, weil wir gleich die Gräten auch runter machen müssen. Und dann piekst man sich sehr gerne bei diesen Flossen und das kann sich ganz schnell entzünden und ist dann echt schmerzhaft. Besonders hier zum Beispiel beim Wolfsbarsch oder auch bei der Dorade sind die halt wirklich spitz und unangenehm. Deswegen weg damit. Ich zweckentfremde hier so eine Gartenschere, das funktioniert wunderbar. Die Flossen könnt ihr eigentlich dran lassen. Ich mache sie auch trotzdem weg. Macht es einfach einfacher gleich. So. Wenn ihr den Fisch im Ganzen machen wollt, würde ich auch die Flossen wegmachen und auch hier die Schwanzflosse ein bisschen kürzen, denn die verbrennt sowieso meistens dann, wenn ihr sie im Ganzen macht. So, die Abfälle packe ich mir hier in eine Schüssel. Beziehungsweise Abfälle kann man es eigentlich gar nicht nennen, denn wir machen daraus natürlich später noch einen Fischfond. Zum Entschuppen legt ihr den Fisch am einfachsten auf ein Brett in ein Waschbecken rein, haltet den Schwanz mit einem Tuch, mit einem Küchentuch zum Beispiel fest, damit euch das nicht abrutscht. Und dann könnt ihr mit einem ganz normalen Butterbrotmesser wunderbar diese Gräten runterschaben. Danach einfach noch kurz mit kaltem Wasser abspülen, trocken machen und der Fisch ist schon entschuppt. So, eine kleine Sache noch vorab. Ihr solltet wirklich ein bisschen darauf achten, wo kommt der Fisch her, wie wurde er gefangen. Ich selber habe 3 Jahre lang auf See gearbeitet als Koch und ich kann euch sagen, es ist nicht mehr viel Fisch da, vor allem im Mittelmeer zum Beispiel, braucht man die Angel nicht wirklich raushalten. Wenn ihr mal schaut, genau hinschaut, wo kommt der Fisch her, ich würde mal behaupten, 90% sind Zuchtfische aus riesigen Aquakulturen. Anders geht es, glaube ich, auch gar nicht mehr. Aber man findet eben auch Fische, die zum Beispiel mit Leinen gefangen wurden. Also es gibt die nachhaltigen Fische, die gefangen wurden, sind natürlich entsprechend teuer. Aber man sollte so einen Fisch wirklich als das ansehen, was es ist, nämlich ein absolutes Luxusgut mittlerweile. Also man sollte wirklich da Respekt vor haben. Und der Preis verhindert meistens sowieso, dass man das im Übermaß zu sich nimmt. Aber wie gesagt, es ist ein Luxusprodukt geworden. So, wo fangen wir an? Als Erstes brauchen wir ein scharfes Messer. Ich benutze kein Fischfiletiermesser, da die meisten haben sowieso keins zu Hause und ich persönlich mag es auch nicht zu benutzen. Ich habe hier ein etwas dünneres, längeres Messer. Scharf sollte es auf jeden Fall sein. So, als Erstes schneiden wir mal hier schräg unter dieser Flosse durch. Wirklich schräg hier oben beim Kopf reinschneiden, denn da ist noch relativ viel Fleisch drin. Und an dieser Flosse hier vorbei. So, dann drehe ich den Fisch um. Und jetzt müssen wir hier versuchen, entlang dieser Gräte zu schneiden. Das ist eigentlich schon das Schwerste. Erstmal einen Anfang finden. Dann wirklich auf die Gräte runterdrücken. Und dann wirklich versuchen, an dieser Gräte entlang zu schneiden. Messer immer auf der Gräte lassen. Denn so haben wir nachher das Fischfilet und nicht die Hälfte an den Knochen dran. Oder besser gesagt an den Gräten dran.
So, ich nehme dann meistens, wenn ich hier durch bin, das hier frei habe, dann nehme ich meistens das Messer, lege es flach hin, mache mit einem Ruck, ziehe es durch. So, dann haben wir hier sind Kreten drauf, die müssen wir runterschneiden. Auch hier immer an der Krete versuchen lang zu schneiden, damit wir nicht zu viel von dem Fleisch wegschneiden. Alles das, was wir hier abschneiden, das geben wir in eine Schüssel. Das werden wir nachher in einem Fischfond verarbeiten. So, schon haben wir das Filet Nummer 1. Bei Nummer 2 geht es ganz genauso. Einfach umdrehen dann. Ich mache dann meistens hier den Kopf schon ab, weil ich es dann leichter finde. So, und jetzt müssen wir auch hier wieder reinschneiden. Ich finde, die zweite Seite ist meistens die schwierigere. Warum auch immer. So, und dann mache ich hier wieder genauso. Einfach mit einem Ruck Messer durchziehen. Ja, wie man hier sehen kann, da ist so gut wie kein Fleisch dran am Knochen. Dann auch hier wieder den Bauchlappen, die Knochen wegschneiden. So, schon haben wir zwei wunderschöne Fischfilets. So, jetzt können wir hier noch die Gräten rausziehen, denn dann haben wir ein komplett grätenfreies Fischfilet. Das geht am besten entweder mit einer Grätenzange, wenn ihr die nicht habt. Funktionieren hier ganz normale Pinzetten auch wunderbar. So, dann ertastet ihr die Gräten, die laufen hier lang. Gehen meistens bis etwa zur Mitte. Die könnt ihr mit dem Finger hier tasten. Und dann zieht man die einfach vorsichtig raus. Ist so ein bisschen Fuddelarbeit, den Fisch mit den zwei Fingern hier ein bisschen runterdrücken und dann langsam ziehen, damit ihr das Filet nicht kaputt macht. So, das war's schon. Natürlich solltet ihr trotzdem immer aufpassen. Es kann immer noch mal ein Stück Gräte drin sein. Und schon ist unser Fisch fertig für die Pfanne. So, die Gräten müssen wir ein bisschen vorbereiten für den Fischfond. Einfach auch durchschneiden. Das geht auch mit dem Messer ganz gut, also das lässt sich schnell durchtrennen. Wollen wir relativ klein machen, denn ein Fischfond kocht nicht lange. Das heißt, wir wollen nicht zu große Stücke haben, damit wir das Maximum an Geschmack rausbekommen. So, Kopf können wir wunderbar mitverwenden. Auch hier alles Blut rausmachen. Und die Augen würde ich rausmachen. Das zeige ich euch jetzt nicht unbedingt im Video. Es geht aber ganz einfach und dann spülen wir das alles schön aus. So, ich habe die Augen entfernt. Ist alles halb so wild, glaubt's mir. Ist halt ein Tier und Tiere haben nur mal Köpfe und Augen. So, ich teile den jetzt. Wenn ihr es schafft, ja, ohne euch zu verletzen, teilt den Kopf einmal durch. Denn auch so kommt man natürlich mehr Geschmack raus. Und gerade im Kopf ist relativ viel. So, und dann muss das Ganze gewässert werden. Kaltes Wasser, darf ruhig ein kleines bisschen laufen, das Wasser, bis wirklich das Wasser klar ist. So, und wie wir hier aus den Gräten jetzt einen wunderschönen Fischfond zaubern, das zeige ich euch im nächsten Video. So, das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was lernen und habt vor allem Lust bekommen, das Ganze selber mal auszuprobieren. Und zugegebenermaßen, Fisch filetieren ist nicht ganz einfach. Aber es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wenn euch diese Art von Videos, Küchenbasics, gefallen hat, dann schreibt mir das in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja Ideen, zu welchen Themen ich noch Videos machen könnte. Und damit sage ich tschüss, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.